Hallihallo und willkommen zur 11. Folge des FIFA 15 Karrieremodus mit Southampton, neuerdings ja auf Legende. Und ja, einige von euch haben schon die ersten Bedenken darüber, dass wir auf Legende spielen, denn gegen Top-Teams scheinen wir da doch große Probleme zu haben und ja, irgendwie nicht so richtig einen Stich zu sehen. Aber naja, zurzeit spiegelt sich das in der Tabelle noch nicht wirklich wieder. Wir sind immer noch auf Platz 2, nachdem wir gegen Newcastle gewonnen haben, ist mittlerweile Everton Zweiter. Dritter meine ich natürlich, denn wir sind Zweiter. Und ja, nächste Partie gegen Man U, die natürlich uns auch im Nacken sitzen und wir deswegen im direkten Vergleich gerne gewinnen würden. Erste Aktion der Partie, Mané scheitert an David De Gea. Die Ecke wird dann kurz ausgeführt, der Ball dann bei Gardosch. Und der in der Mitte, Tadic mit der Hacke, aber das wäre, wenn auch immer, Tor des Monats geworden. Ja, leider geht der Ball nicht rein, denn De Gea ist natürlich schon ein guter. Erste Chance, Man U dann, nicht so viel später. Ja, die finden nämlich Mata, Carrick, wunderbar gespielt, Carrick, Foster und dann gewinnen wir zum Glück das Kopfballduell und so bleibt es beim 0:0. Aber Man U immer wieder brandgefährlich, wenn sie angegriffen haben. Nächste Gelegenheit, Raphael Rooney und dann Van Persie an den Pfosten und im Abseits. Also viel, viel Glück in dieser Situation. Nächste Szene wieder für uns, Dusan Tadic springt dabei flach rein und da fehlte nicht viel, das Pelé hier es schafft, 1:0 uns in Führung zu bringen. Jetzt aufgepasst, David De Gea mit diesem riesen Bock. Bisher hatte er Man U im Spiel gehalten, aber jetzt verbockt er es komplett und Sadio Mané ist da und trifft zum 1:0. Wunderbarer Treffer, naja. Aber kurze Zeit später, Graziano Pelé auf 2:0 erhöht. Sechstes Saisontor mittlerweile für ihn. Selbes gilt übrigens für Mané. Also langsam aber sicher kommt er dann doch in Fahrt, auch wenn es nicht ganz so übertrieben gut ist, wie ich mir das erhofft hatte, natürlich bei Pelé, aber dafür ist der Tadic da. Dann Man U mit dieser Chance, aber Fletcher schießt den Ball ungefähr 3 Kilometer übers Tor, ganz, ganz, ganz katastrophal. Nächste Gelegenheit, wieder Man U, Royo wird geblockt und dann startet Bertrand ein Konter und jetzt gibt es einen kleinen Schnitt, denn da ist Bertrand und hat den Ball auch schon wieder verloren und stattdessen gibt es daraus wieder einen Gegenangriff. Ihr seht, Man U volle Offensive, Royo nur noch vorne drin, dann diese Flanke von Shaw und wunderschöner Kopfball von Marta und jetzt wurde es natürlich nochmal richtig heiß. 2:1, 93. Minute, Ball nochmal bei Falcao. Marta und Foster verhindert den späten Ausgleich, denn kurz danach ist hier Schluss und wir gewinnen. Das Ganze hier mit 2:1 bei Manchester United, ausgeglichene Partie, deswegen geht das Ganze, denke ich mal, in Ordnung. Hätte so oder so gehen können und ja, wir hatten also das bessere Ende für uns. Danach begrüßen wir unseren Neuzugang für diese Winterperiode und zwar Nathaniel Chalobah kommt für 1,5 Millionen und Bernadeschi, was sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht als wirklich guter Deal rausstellen wird, aber ich hoffe, dass er natürlich in seiner Wertung etwas steigt und dann irgendwann werden wir sagen, ja, David, das war damals ein guter Deal. Jetzt zur Zeit würde ich sagen, es war ein, naja, die 1,5 Millionen hätte es auch schon mehr als getan, wenn er dich hier noch dazu, aber den haben wir eh nicht so richtig gebraucht. Deswegen halb so wild. Also ich werde jetzt hier nicht deswegen irgendwie versuchen zu sagen, voll der Fehler in Kauf. Ja, nächste Partie im FA Cup gegen Geoville Town. Die kennen wir, wenn überhaupt, nur aus unserer alten Plymouth AG-Karriere. Da war das ein arger Erzfeind, aber hier für Southampton sollte das ja eigentlich nicht so sein. Aber wir gehen direkt mal 1:0 in Rückstand. Da sah Foster nicht ganz so gut aus. Ihr seht schon, ich wurde in den ersten Minuten ganz schön eingeschnürt. Und stattdessen gibt es die zweite Chance und diesmal verhindert Foster den großen Rückstand. Chalobah übrigens mal seinem Debüt, aber im Pokal glänzt ja immer wieder ein anderer Mann. Und das ist natürlich Emmanuel Mayuka, der hier auf 1:1 das Ergebnis stellt. Wunderbarer Treffer natürlich, einfach durchgerannt halt. Ja, hinten hatte ich wie immer, ich weiß nicht, ob ich die Dreierkette wirklich lassen soll, denn immer wieder macht mir diese Dreierkette Probleme. Foster verhindert den wiederholten Rückstand und dann kurz vor der Pause ist es diesmal Shane Long mit diesem Sprint, zieht ihn an und jetzt wird er nicht gestoppt. Jetzt kommt seine Flanke, Shane Long in der Mitte ist, na klar, Mayuka und dieser Mann trifft zum 2:1 und das roch schon nach Vorentscheidung. Denkste, zweite Halbzeit! Erstmal der Pfosten von Geoville.
die aber jetzt Blut geleckt hat. Nächste Aktion nach dieser Ecke. Nächster Versuch an die Latte. Doppeltes Glück für uns. Da hätte es schon gut und gerne längst 2:2 stehen können oder müssen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Gute Grätsche von Gardosch, die hier verhindert, dass der Ausgleich fällt. Und stattdessen dann diese Flanke und wieder nur knapp vorbei. Wir sind schon in der 89. Minute und Ünal. Eingewechselt wird in der letzten Sekunde geblockt und dann war Schluss. Ja, Majuka mal wieder unser Pokalheld, schießt uns in die nächste Runde des FA Cups gegen Jewel Town, die damit sich verabschieden müssen, trotz großen Kampfes, konnten sie uns Gott sei Dank am Ende nicht bezwingen. Ja, die letzten Minuten widmen wir nochmal dem Transferfenster, denn ich werde noch einiges an Neuzugängen tätigen. In welchem Rahmen, das müsst ihr gleich, werdet ihr gleich sehen. Als erstes mal Cicinho, der war auf dem Transfermarkt, wollte ich mal gucken. Dann habe ich ganz, ganz viele Spieler angefragt, die auf der Leihliste waren und mal sehen wollte, wie die so drauf sind und ob ich die vielleicht mit Kaufoption verpflichten kann, was natürlich in unserem Fall zurzeit ganz gut wäre, denn unser Kader ist etwas dünn besetzt, sollte ich ein paar Spieler ausleihen können, die ab und zu mal die und da eintreten können, dann in der Wertung steigen und wir sie vielleicht am Ende der Saison durch unser Geld, was wir noch kriegen sollten für unsere Platzierung in der Liga, dachte ich mir, da könnte man doch mal gucken, ob man vielleicht den einen oder anderen Spieler mit Kaufoption, auch wenn das hier das Dümmste ist, ich biete den Herrn von Montpellier 1 Million für künftige Ablöse und dann, ja, gehe ich irgendwie runter auf 800.000, was nicht ganz so schlau ist, aber ja, habe ich nicht ganz nachgedacht in der Situation, aber vielleicht werden wir ja gleich sehen, dass wir doch Glück haben, weil Montpellier auch nicht irgendwie nachdenkt. Dann habe ich noch 2 Spieler auf einen Vorvertrag verpflichtet für nächste Saison. Nikita Rukavica, verdammt schneller Stürmer, und Samuel Seitz, wie auch immer. Werdet euch jetzt vielleicht fragen, was? Wieso solltest du diese Spieler, wenn ihr seht, dass tatsächlich alle Vereine damit einverstanden sind, dass ich ihren Spieler ausleihen darf mit Kaufoption. Den ersten kriegen wir schon mal hier. Adam Campbell wird uns verstärken in der Sturmspitze. Und dann seht ihr, dass alle anderen Vereine auch nachziehen. Oh, unter anderem auch Dabo, der irgendwie, ja, dann doch weniger verlangt als vorher Montpellier, was etwas seltsam ist. Aber mir soll es recht sein, Abner, unser neuer linksverteidiger Backup, da hatten wir ja keinen. Das heißt, wir können eventuell jetzt auch die zweite Mannschaft mal, also die zweite Garde, endlich umstellen von Dreierkette auf Viererkette zurück, denn jetzt haben wir ja auch mal ein Backup auf der Linksverteidigerposition. Ihr seht, wir haben alle Spieler davon natürlich aufgenommen, weil sie kaum was an Gehalt einfordern und sollten wir sie kaufen wollen, müssen wir am Ende ja nur die Kaufoption ziehen. Wir haben kein Risiko, müssen nur ein bisschen das Gehalt bezahlen und am Ende haben wir vielleicht das Glück, dass wir aufgrund einer schönen Wertsteigerung diese Spieler fest verpflichten werden, aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit sein sollte. Das ist ja noch die halbe Saison, nicht wirklich, aber einen Teil der Saison müssen wir erst noch absolvieren. Ja, also ihr habt gesehen, einige Spieler davon haben verpflichtet, eigentlich alle, die ich ja gerade angefragt hatte. Und wenn jemand diese Werte genau sehen will, der passt jetzt einfach ganz genau auf. Oder hält einfach das Video mal kurz an der Stelle an, wo der Spieler gleich aufpoppen wird und ihr euch angucken könnt, wie die Wertung dieser neuen Zugänge ist. Chaloba zum Beispiel 69, aber schon direkt um 1 hochgegangen nach dieser sehr, sehr kurzen Zeit, die er jetzt gerade mal bei uns ist. Das ist natürlich wunderbar zu sehen. Und ansonsten auch die anderen, Ünal leider noch nicht hochgegangen, war aber lange verletzt. Armstrong 60, Zapata 67, das sieht schon mal ganz gut aus und relativ vielversprechend. Abner nur 57, aber mal sehen, wie sich diese Spieler während der Saison entwickeln. Ja, ihr seht, die meisten Spieler gehen jetzt schon in einzelnen Wertungen hoch, was natürlich schön zu sehen ist, denn umso höher ihr Marktwert am Ende der Saison ist, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie verpflichten werde. Sollten diese Spieler einfach nicht ansteigen, dann lassen wir sie einfach wieder zu ihrem Club zurückgehen. Und ja, Verluste machen wir damit ja quasi eigentlich nicht. Und von daher, ja, eine Win-Win-Situation für uns, würde ich behaupten, diese Leihe mit Kaufoption. Und alles ist gut. Wir haben ein paar neue Spieler in dieser Wintertransferphase also verpflichten können. Einen fest, Chaloba, der Rest auf Leihe. Und ja, wenn es gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Wertung von euch freuen. Und dann schaltet hoffentlich auch beim nächsten Video wieder ein, wenn es wieder heißt Southampton gegen Adler. Wir sind jetzt der Dritter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.